Wir spielen bei der zweiten Herrenmannschaft der Basketballgemeinschaft Zehlendorf. Wir spielen in der Landesliga in Berlin und wir sind norddeutscher Meister und deutscher Vizemeister bei den Ü35 Herren dieses Jahr geworden. Ich glaube, bei uns geht es um Spaß, um Freundschaft und auch um Leibesertüchtigung im fortgeschrittenen Alter. Also eigentlich geht es auch um die Volksgesundheit. Also ich glaube, was uns besonders macht, ist, die meisten von uns spielen schon seit über 20 Jahren zusammen. Wir haben schon in der Jugend zusammengespielt, manche sogar schon im zarten Alter von 12 oder 13 oder teilweise sogar 10 Jahren zusammen. Wir sind ein Haufen verrückter Typen. Wir sind ein Kader von 25 Leuten, schaffen es aber oftmals nicht, 8 Leute zum Training zusammenzukriegen. Und haben natürlich irgendwie im fortgeschrittenen Alter jetzt alle andere Prioritäten, aber freuen uns immer, wenn wir nochmal zusammenkommen. Ohne Spieler, die jemals Profis gewesen sind, war echt was, was aus der Freundschaft, aus dem Zusammenhalt heraus entstanden ist. Für das, was wir hier in Zehlendorf seit 25 Jahren stehen. Und ich glaube, das ist ein gutes Vorbild für den Amateursport, für Berlin und ich glaube für die Freundschaft an sich und für den Sport.